Schwarzwald-Tatort irrlichtert durch einen trostlosen Wald des Begehrens. Als in der 37. Minute ein Polizeiabsperrband durchs Bild flattert, stellt sich bei der Rezensentin eine gewisse Erleichterung darüber ein, dass es sich ja doch irgendwie um einen Film der Reihe Tatort zu handeln scheint. Und nicht um einen etwas unbeholfenen und chaotischen, Softporno vielleicht. Denn im Schwarzwald, wo nun zum vierten Mal Eva Löbau als Hauptkommissarin Franziska Tobler und Hans-Jochen Wagner als Hauptkommissar Friedemann Berg ermitteln, ist diesmal Fasnet. Das ist kein Spaß, möchte jedenfalls meinen, wer aus einer eher karnevalsfernen Gegend kommt. Denn obwohl die schwäbisch-alemannische Fastnacht 2014 ins Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde, könnte man an diesem Sonntagabend auf die Idee kommen, dass es dabei ums Ficken, Saufen und höchstens noch straflose Zuschlagen geht. Schwarzwald-Tatort im TV, ein Titel nach Heine. Der feine Tatort-Titel, nach einem Gedicht von Heinrich Heine, lässt das nicht unbedingt erwarten, ich hab im Traum geweinet. Berg haspelt Tobler zwar kurz den Sufftraum runter, aus dem er just erwacht ist, es kommen vor, Frau mit Kind, Frau mit Maske, die dann stirbt, aber anders als im Magdeburg-Polizeiruf vor gerade einer Woche dauert das kaum drei Sätze. Jan Eichberg, Buch, und Jan Barni, Regie, lassen es auch nicht weiter wichtig sein. Sie haben nämlich diesem Film die Fahrig- und Haltlosigkeit der Fasnet gegeben. Die Bilder schwanken, torkeln, reißen ab. Gerade hat man ein junges Paar mit Kind gesehen, das den Narren zusieht. Dann schlagen diese schon zu. Dann zofft sich das Paar schon. Dann ist die junge Frau, Romy, Darja Mahotkin, schon mit einem anderen im Hotelzimmer. Dann noch mit einem anderen. Der andere, Philipp, Andreas Döhler, ist eigentlich mit seiner Frau Elena, Bibiana Beglau, angereist, die eine Schönheits-OP machen lassen will in der Klinik, in der Romy Krankenschwester ist und David Hans, Andrei Viorel Taku, der junge Mann aus der ersten Szene, Arzt. Alle haben so ziemlich mit allen zu tun, denn Romy hat früher als Escort gearbeitet. Schwarzwald-Tatort im TV. Ermittler wie der Elefant im Porzellanladen. Sie kommt nicht los von den Männern, die Männer kommen nicht los von ihr. Und Matthias Reim singt: Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht, verdammt, ich brauch dich nicht. Und Britney Spears singt: Oops, I did it again. Eine Fatal Attraction, die hier allerdings wirklich gar nichts Glamouröses hat. Ich hab im Traum geweinet zeigt 08-15 Hotelzimmer und Betten, grobe Männer, kaum weniger grobe Frauen, dazu Ermittler, die nicht mehr stehen können vor lauter Saufen und das Fingerspitzengefühl eines Elefanten haben. Verträgst du nix mehr? Fragt Tobler ihren Kollegen. Als Berg sich aufgerappelt hat, so einigermaßen, landen auch die beiden im Bett. Sie will am nächsten Tag tun, als sei nichts gewesen. Er nicht. Er nennt sie eine blöde Kuh. Sie schreit: Ich hasse dich. Ein bisschen heillos waren die Schwarzwald-Tatorte von Anfang an, Stern. Dieser nun irrlichtert durch einen dunklen, vor allem aber trostlosen Wald des Begehrens, aus dem die meisten Figuren nicht mehr hinausfinden werden. Einen Mord gibt es übrigens schon auch, die Polizei rückt, wie gesagt, in Minute 37 an, aber arg viel Aufmerksamkeit bekommt der Fall diesmal nicht. Weltrekord beim Waldbrand. Die Waldbrände in Australien, die seit September 2019 insgesamt 60.000 Quadratkilometer Fläche vernichtet haben, wurden von Medien und Politik oft als beispiellos beschrieben. Für diese Behauptung gibt es jetzt auch einen wissenschaftlichen Beleg,
Noch nie wurde seit Beginn der Aufzeichnungen irgendwo auf der Welt ein so großer Anteil eines Waldökosystems durch eine Feuerkatastrophe vernichtet, heißt es in einer Studiensammlung, die jetzt in der Zeitschrift Nature Climate Change erschienen ist. Die Feuer, die immer noch brennen, haben demnach Wälder und Tierarten in bislang unbekanntem Ausmaß beschädigt. Die Waldbrände 2019-2020 haben einen global noch nie erlebten Anteil von kontinentalen Waldbiomen verbrannt, schreibt ein Forscherteam um Matthias Bohr von der Western Sydney University. Die Zahlen unterschätzen die realen Verluste. 21% des australischen gemäßigten Mischwaldes seien bisher vernichtet worden. Der jährliche Verlust bei anderen Forstökosystemen liege unter 5%, nur im asiatischen und afrikanischen tropischen und subtropischen Wald komme es zu Verlusten von 8-9%. Und die 21% unterschätzten noch die Verluste, heißt es weiter. Denn sie beinhalten nicht die verbrannten Wälder in Tasmanien und die Gegenden, die jetzt immer noch in Flammen stehen. Seit September 2019 hat Australien nach einer dreijährigen Dürreperiode riesige Wald- und Buschbrände erlebt, eine Naturkatastrophe von atemberaubendem Ausmaß, wie es andere Experten in der Sonderausgabe nennen, mindestens 33 Tote, über 3000 zerstörte Häuser, Hunderte von Millionen getöteter Tiere und 350 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, 2/3 des jährlichen Ausstoßes an Klimagasen. Ende Januar hat das australische Umweltministerium eine Liste von 115 Tier- und Pflanzenarten veröffentlicht, die durch die Feuer ihre Lebensräume zu 50-80% verloren haben und daher als stark gefährdet gelten. Zu den am meisten bedrohten Arten gehört eine Beutelmaus von der Küste von Kangaroo Island, eine Spinnenart und viele seltene Pflanzen, deren Ökosysteme verbrannt sind. Brände gehen weiter. Die Forscher ziehen in ihren Untersuchungen eine klare Verbindung zwischen den Feuern und dem Klimawandel. Es gibt keinen Zweifel, dass die Rekordtemperaturen des letzten Jahres ohne menschlichen Einfluss nicht möglich gewesen wären, schreiben Benjamin Sendarsan und Rosie Fischer von den Forschungseinrichtungen CERFAS in Toulouse und NCAR in Boulder. Wenn die CO2-Emissionen weiter anstiegen, wäre ein solches Jahr 2040 der Durchschnitt und 2060 außergewöhnlich kühl. Sie warnen, dass die bisherigen Klimamodelle die Auswirkungen auf Australien unterschätzen könnten, weiter. Steigende Emissionen werden uns in einen zunehmend unvorhersagbaren Klimaraum bringen, wo die Folgen extremer sein könnten als vorhergesagt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit genau der Klimawandel zu den Hitzewellen und Waldbränden in Australien beigetragen hat, ist derzeit noch umstritten. Nächste Woche will eine Gruppe von europäischen ExpertInnen und Experten eine Analyse dieser Zuordnungswissenschaften vorstellen. In Australien geht die Brandkatastrophe derzeit immer noch weiter. Die Feuersaison dauert weiter an. Auf der Website MyFireWatch der Regierung lassen sich per Satellitenbildern die aktuellen Hotspots erkennen. Allein für die am meisten betroffenen Bundesstaaten New South Wales und Victoria im Südosten des Landes erscheinen darauf etwa 50 aktuelle Brandherde. Auf maximale Distanz. Die EU beharrt auf gleichen Wettbewerbsbedingungen, was kein unvernünftiges Ansinnen ist. Das Vereinigte Königreich will auf maximale Distanz zu Brüsseler Regulierungen gehen, denn nur so könne politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit wiederhergestellt werden. Vor Beginn der Verhandlungen über das künftige Verhältnis haben beide Seiten ihre Unterhändler mit den entsprechenden Mandaten ausgestattet und erst einmal ihre roten Linien gezogen. Das ist normal. Wenn es allerdings sowohl der EU als auch London ernst ist mit ihrer jeweiligen Linie, dann wird man früher oder später feststellen, dass der Raum für Kompromisse eng begrenzt ist. Die EU kann kein Interesse an Dumping jedweder Art haben,
Die Regierung Johnson sieht in der Abwendung von europäischen Standards den Sinn des Brexits. Also, Premierminister Johnson ist zuzutrauen, dass er die Parole Taking Back Control zerstörerisch auf die Spitze treibt und im Fall des Falles die Interessen der Wirtschaft, die überwiegend für eine enge Anbindung an die EU ist, übergeht. Auch darin zeigt sich der Wandel der Konservativen, deren Wirtschaftsfreundlichkeit früher sakrosankt war. Heute ist sie die neue Heimat eines englischen Nationalismus. Doch sollte man die Flinte nicht von vornherein ins Korn werfen. Folgen beide Seiten einem interessengeleiteten Pragmatismus, gibt es Raum für Übereinkunft. Eines sollte Johnson jedoch nicht unterschätzen, die Geschlossenheit der EU27. Die wird er nicht aufsprengen können. Fegt die Rechten von den Straßen. It's our country. Let's win it back, tönte die rechtsradikale Nationalfront 1977 in Großbritannien und provozierte immer wieder Übergriffe gegen Britinnen, deren Vorfahren aus der Karibik und vom indischen Subkontinent nach England gekommen waren. Die NF erzielte mit ihrer Ideologie der Ausgrenzung im Großbritannien der 1970 eher in einigen Städten Wahlerfolge. Auch der konservative Politiker und zeitweilige Gesundheitsminister, Enoch Powell, vertrat damals Ansichten, die sich kaum von den rassistischen Einlassungen der Nationalfront unterschieden. Afro-Brit:innen war den SUS-Laws ausgeliefert, den anlasslosen Überprüfungen durch die Polizei, die immer wieder für Proteste sorgten. Zusätzlich verbreiteten Skinheads zusammen mit rechten Schlägern bei Aufmärschen auf den Straßen der britischen Großstädte Angst, immer wieder kam es zu Akten rassistischer Gewalt. Rechte Parolen und Behauptungen, sie klingen bis heute unverändert. Die Parallelen zur Argumentationsweise und Ideologie der AfD in Deutschland fallen als erstes auf in Rubika Shahs sehenswertem Dokumentarfilm White Riot, so benannt nach dem gleichnamigen Song der britischen Punkband The Clash, übrigens die A-Seite ihrer ersten Single. Shah erzählt darin die Geschichte der britischen Graswurzelbewegung Rock Against Racism. Diese hatte sich 1977 in London gegründet, um der Popularität der Nationalfront etwas entgegenzusetzen. Wie gesellschaftsfähig deren Ansichten waren, bewies der britische Rockstar Eric Clapton, der in Interviews 1976 gar Positionen der Rechtsaußenpartei übernommen hatte und sich gegen Überfremdung ereiferte. Seine Auslassungen waren der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Es ging Rock Against Racism erst einmal darum, gegen Öffentlichkeit zu schaffen, die Rechten von den Straßen zu fegen, auch jenseits der Linken nach Verbündeten zu suchen. Gleichgesinnte in Magazinen finden. Die AktivistInnen suchten daher in den Weeklies genannten Musikzeitschriften nach Interessierten, die Reggae-Musik mochten. Die Gruppe um den Performance-Künstler Red Sanders startete das Magazin Temporary Hoarding, das stark von der Bildsprache des Punk geprägt war. Darin gab es Interviews mit Afro-Brit:innen, Porträts britischer Punkbands und Künstlerinnen sowie Hinweise auf lokale Antifa-Aktivitäten. Der Niedergang der Nationalfront begann, als Rock Against Racism anfing, Festivals und Konzerte gegen rechts zu organisieren. Zu einem Open-Air-Konzert im Februar 1978 von The Clash und Tom Robinson, das in London stattfand, kamen mehr als 80.000 ZuschauerInnen. Shah setzt in White Riot auf Talking Heads, Ra-Gründer Red Sanders, Pauline Black, Sängerin der Ska-Band The Selector, Reggae-Produzent Dennis Barville und andere sprechen als ZeitzeugInnen retrospektiv über ihr Engagement und den Alltag als Vogue, britischer Slang für Kanake, in Großbritannien. Sehr gelungen ist die Einbindung der Fanzine-Ästhetik auf der Leinwand, so arbeitet die Regisseurin immer wieder mit Kuttenpaste-Ausschneidetechniken,
hebt Aussagen durch Splitscreen- und Rahmentechniken hervor oder zeigt Seiten und Fotos alter Magazinausgaben im Großformat, um die mediale Inszenierung von Rock Against Racism anschaulich zu machen. Dazu kommen alte Filmausschnitte, Berichte über Konzerte, Demonstrationen und Interviews, die ein Bild des unruhigen britischen Alltags Ende der 70er Jahre vermitteln. Eine echte Intervention gegen rechts. Rock Against Racism gelang tatsächlich eine Intervention gegen rechts, weil die Gruppe auch jenseits der Linken in der Popszene Verbündete fand. Es gab zwar auf Seiten des britischen Punk immer wieder KünstlerInnen, die mit den Rechten flirteten, so etwa der Sänger Jimmy Percy von Shem 69. Aber die Mehrheit der Beteiligten lebte Multikulturalität vor. So tourte die Reggae-Band Steel Pulse gemeinsam mit The Clash durch Großbritannien, nach Vermittlung von Rock Against Racism, und Mitglieder beider Bands protestierten gegen die Nationalfront. Zu kurz kommt in Weitreit der Einfluss der Linken auf die antirassistische Bewegung. Man sieht zwar Demonstrationen, Banner und rote Fahnen, aber die Kämpfe innerhalb der zerstrittenen Linken, etwa der trotzkistischen Socialist Workers Party gegen Labour, bleiben leider ausgeblendet.